Mit dem Rad haben am Samstag 1300 Teilnehmer für eine klima- und umweltfreundliche Verkehrspolitik in Oldenburg demonstriert. Die rund 13 Kilometer Tour führte vom Bahnhof um die Innenstadt herum über die Donnerschwerstraße zur Nordtangente, wo die Teilnehmer auf die autobahnähnlich ausgebaute Landstraße auffuhren und sie an der Anschlussstelle Nadorst wieder verließen. Für alle ein großes Erlebnis. Über die Nadorster Straße und Eversten ging es dann zurück in die Innenstadt zur Abschlussaktion auf dem Pferdemarkt.